Update 23:21 Uhr, das Spiel ist vorbei, der BVB muss sich in Madrid Atletico mit 0:2 geschlagen geben. Sucht ihr den kompletten Spielbericht, die Highlights zur Partie oder andere Informationen, findet ihr alles im Ticker zum Nachlesen. Im Video seht ihr die Highlights zu Atletico gegen den BVB. Es ist soweit, der BVB muss bei Atletico Madrid in der Champions League antreten. Es ist das nominell schwierigste Spiel für Borussia Dortmund in der Gruppenphase der aktuellen Saison in der Königsklasse. Anpfiff der Partie im Wanda Metropolitano ist um 21 Uhr. BVB bei Atletico Madrid jetzt im Livestream bei DAZN. Hier geht's zum Gratismonat, die Euphorie in Dortmund ist groß, Bundesliga-Tabellenführer und auch in der Champions League läuft es nach Plan. Am letzten Spieltag erst wurde Atletico im Signal Iduna Park deutlich mit 4:0 in die Schranken gewiesen. Mit 3 Siegen aus 3 Spielen thront der BVB ganz oben in der Tabelle, Atletico mit 3 Punkten Rückstand dahinter. Sollte das Team von Trainer Lucien Favre auch das Rückspiel gewinnen, wäre die Qualifikation für das Achtelfinale sicher. Atletico spielt auch eine Saison nach Plan, in La Liga rangiert man auf Platz 3, hat 4 Zähler Rückstand auf den Spitzenreiter FC Barcelona. Aber, und das ist für die Rui Blancos wichtiger, Real Madrid hat man aktuell 3 Punkte und 3 Plätze hinter sich gelassen. Hier erfahrt ihr, wie das Topspiel aus Madrid zwischen dem BVB und Atletico live im TV oder Livestream sehen könnt. Außerdem gibt es einen Überblick über die Bilanz des Duells. Wer zeigt, überträgt BVB bei Atletico Madrid live im TV. So seht ihr die Champions League, wenn Borussia Dortmund spielt, ruft das in der Regel ein großes Interesse hervor, viele wollen die Spiele des Clubs live verfolgen. In diesem Abschnitt erfahrt ihr, wie es um eine TV-Übertragung bestellt ist. BVB bei Atletico Madrid live im TV bei Sky. Bis zum Ende der abgelaufenen Saison war es eine klare Sache, die Spiele aus der Champions League kamen bei Sky. Das hat sich allerdings geändert, da der Pay-TV-Sender in Deutschland nicht mehr der alleinige Rechteinhaber für die Königsklasse ist. Ein nicht unerheblicher Anteil an Spielen wird nun auch live von Streamingdienst DAZN übertragen, so auch das Spiel zwischen dem BVB und Atletico. Das Spiel wird also nicht live und in voller Länge bei Sky zu sehen sein. Die einzigen Bilder, die ihr bei Sky zu sehen bekommt, sind die aus der Konferenz, das ganze Spiel aber nicht, das seht ihr nur bei DAZN. Wie das geht, erfahrt ihr weiter unten im Text. In einem komplexen, sogenannten Picking-Prozess haben die beiden Sender die Spiele der Champions League untereinander aufgeteilt, zeigt, überträgt das ZDF den BVB bei Atletico Madrid live im Free-TV. Kurze, knappe und klare Antwort, nein. Kein Free-TV-Sender besitzt die Rechte an der Übertragung der Champions League. Weder die ARD noch das ZDF dürfen also Duelle aus der Königsklasse zeigen oder übertragen. Wer zeigt, überträgt BVB bei Atletico Madrid im Livestream. Die Champions League im Internet sehen ihr in diesem Abschnitt des Textes, erfahrt ihr, wie es um die verschiedenen Möglichkeiten eines Livestreams steht und ob es eine kostenlose Übertragung im Internet geben wird. BVB bei Atletico Madrid im Livestream bei DAZN. Wie bereits erwähnt, wenn ihr das Spiel des BVB bei Atletico Madrid live und in voller Länge sehen wollt, kommt ihr um DAZN nicht herum. Der Streamingdienst ist die einzige Möglichkeit, das Duell über die kompletten 90 Minuten zu sehen. BVB bei Atletico Madrid jetzt im Livestream sehen. Hier geht's zum DAZN-Gratismonat. Die Vorberichterstattung live aus dem Stadion von Atletico, dem Wanda Metropolitano, beginnt um 20:45 Uhr, also 15 Minuten vor dem Anpfiff. Im Vorfeld der Partie werden Moderator Alex Schlüter und DAZN-Experte Per Mertesacker die Situation beider Kontrahenten genau unter die Lupe nehmen.
Sobald der Ball rollt, übernimmt Jan Platte als Kommentator. Ex-Nationalspieler und Weltmeister Mertesacker wird auch während des Spiels seine Einschätzungen ab- und sein Insiderwissen preisgeben. Alles, was ihr also braucht, um den BVB live zu sehen, ist eine gültige Mitgliedschaft bei DRZN. Diese kostet lediglich 9,99 € im Monat und ist jederzeit kündbar. Es gibt keine Vertragsbindung oder ähnliches. Und das Beste, der erste Monat ist sogar komplett kostenlos. Sichert euch mit einem Klick auf den Link oben den Gratismonat. Wie genau DRZN funktioniert, was der Streamingdienst ist, welche Spiele es noch im Programm gibt, erfahrt ihr weiter unten im Artikel. Zeigt, überträgt Sky Go das Spiel des BVB gegen Atletico Madrid. Wie oben bereits beschrieben, die vollen 90 Minuten sind nicht auf Sky zu sehen, also auch nicht bei Sky Go. Die einzigen Bilder, die ihr auch beim Streamingdienst des Bezahlsenders sehen könnt, kommen aus der Konferenz, die auch bei Sky Go läuft. Zeigt, überträgt das ZDF BVB versus Atletico Madrid kostenlos auf zdf.de. Wie schon in Punkto TV gilt auch hier, das Duell wird nicht kostenlos bei den Öffentlich-Rechtlichen zu sehen sein, auch nicht im Livestream. Das ZDF hat seit der abgelaufenen Spielzeit keine Rechte an der Übertragung des Spiels mehr. Die nächsten Duelle des BVB in der Champions League: Atletico Madrid BVB, 5.11.21 Uhr. BVB FC Brügge, 28.11.21 Uhr. Monaco BVB, 11.12.21 Uhr. Wer zeigt, überträgt die anderen Spiele der Champions League live. Spiele zuhauf auf das natürlich zeigt DRZN nicht nur das Duell aus Madrid live und in voller Länge. Der Streamingdienst hat noch zahlreiche weitere Partien im Programm, die ihr ganz einfach der unten stehenden Tabelle entnehmen könnt. Alles, was ihr dafür braucht, ist eine gültige Mitgliedschaft bei DRZN. Das Abo kostet monatlich 9,99 € und beinhaltet die Premier League, La Liga, die Liga 1, die Serie A sowie viele Länderspiele und als Krönung die UEFA Champions League und Europa League. Außerdem im Programm die Bundesliga-Highlights, die NBA, die NFL, Boxsport und vieles mehr. Über Apps im Google Play Store oder Apple Store kann die DRZN-Applikation kostenfrei heruntergeladen werden. Eigentümer einer PlayStation 4 oder eines Amazon Fire TV Sticks können sich die App ebenfalls downloaden und Spitzensport live genießen. Der erste Monat ist kostenlos. Danach könnt ihr frei entscheiden, ob ihr DRZN abonnieren wollt. Eine Mitgliedschaft ist ohne großen Aufwand, es sind nur ein paar Klicks, bequem monatlich kündbar. Eine Vertragsbindung gibt es nicht. Keine Zeit, die Spiele live zu sehen. DRZN zeigt, überträgt auch im Real-Life-Fire, könnt das Spiel eures Teams nicht live sehen. Kein Problem, DRZN bietet alle Partien auch im Real-Life an. Wenn ihr einen Überblick darüber haben wollt, wo Fußball live im TV und Stream zu sehen ist, werdet ihr in einem separaten Artikel auf Goal fündig. Diese Spiele zeigt, überträgt DRZN aus der UEFA Champions League live im Stream Champions League im Livestream bei DRZN am Dienstag 06. November 2018 Champions League im Livestream bei DRZN am Mittwoch 07. November 2018 BVB gegen Atletico Madrid, die Bilanzstars aufeinandertreffen am Dienstagabend, wird das insgesamt erst sechste Kräftemessen in der langen Tradition beider Clubs. Bislang hat Borussia Dortmund die Nase klar vorne. Insgesamt gewannen die Schwarz-Gelben 3 der 5 Duelle und mussten sich nur einmal geschlagen geben. Zum letzten Mal, vor dem Hinspiel in der aktuellen Saison der Champions League, das der BVB mit 4:0 gewinnen konnte, spielten beide Teams vor über 20 Jahren, in der Saison 1996-97 gegeneinander.
Damals ging jeweils einmal der BVB und einmal das Team aus der spanischen Hauptstadt als Sieger vom Platz. BVB, wettbewerbsübergreifend 5 Duelle. Atletico 3 Siege 1 ein Unentschieden 1-1 Niederlagen 3 8 Tore 3 mehr zum BVB und Atletico Madrid.